So, willkommen zurück. Aber ich bezweifle, dass wir hier alle Kristalle hier einsammeln. So, da ist nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Sehr schick. Boah, was ist das jetzt hier? Ich spinne hier, ey. Na, komm her. Mamma mia, ja. Sehr geil. Hätte ja sein können, dass er oben arbeitet. Welches ist das hier? Das Artefakt des Körpers. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Das dritte Artefakt der Macht war in der letzten Kammer. Dunkle Energien bewegten sich darin und dann explodierte es. Ich bin frei! Endlich treffe ich euch persönlich. Ich bin Sarek der Todlose. Danke, dass ihr mich aus diesem lächerlichen Gefängnis befreit habt. 1000 Jahre war ich gefangen. Moment, du warst all die Jahre im Artefakt der Seele und hast uns geholfen? Nur ein Teil von mir. Du verwechselst mich mit meiner Wächterin, deren gequälter Schrei ertönte, als ihr Machtgefäß zerstört wurde. Aber ihr drei habt das wirklich gut gemacht und sie ein für alle Mal entsorgt. Nein, das haben wir nicht. Ah, haha, ihr habt mit Kräften gespielt, die euren Verstand übersteigen. Ihr wolltet sie loswerden, frei sein. Und dieser Wunsch ging in Erfüllung. Nichts zerstört eine Seele mehr als der gute alte Verrat. Leider muss ich jetzt los und einen schönen Körper für mich suchen. Hab noch einen schönen Tag. Bis bald. Sucht in der Bibliothek nach den Chroniken des Wächters. Marek. Unser kleines Stück vom Artefakt hat gesprochen. Es lebt. Und aber es will, dass wir in die Bibliothek gehen? Gibt es sonst noch etwas, Fräulein Artefakt? Doch die Stimme aus dem Splitter blieb stumm. Na ja, warte mal, dann nehmen wir mal. Oh Mann, ey, ich musste so viel machen, aber ist ja bescheuert, ey. So, den sammeln wir auch noch ein. Das Ganze muss man sich erstmal sich in 3D vorstellen. So, erstmal wirklich den ganzen Scheiß einsammeln, ey. So. So, ich denke mal, die Murmel werden wir hier auch brauchen. Da ist noch so ein Riesenteil. Warte mal. Dann kommt die nochmal hier rauf. Und die könnte dann. Warte mal, die raus. Genau. Nein, oh, ich wollte schon sagen, er ist so weit runter, ey. Moment. Ja, wunderbar. So. Nein! Oh. Alter. Das war knapp.
Zauberer nehmen. Boah, was ist denn das? Was verschwindet. Na, geht auch. Na, wunderbar. Ah, fast. Aber hier oben ist doch ja nicht, eigentlich. Da draußen glänzt irgendwas. Die anderen Splitter des Trine. Und sie sind über das ganze Land verstreut. Der nächste scheint im Rotholzwald zu sein. Sollten wir ihn nicht holen? Wir sollten auf die Stimme hören und in die Bibliothek gehen. Wie viele haben wir denn jetzt? 104 von 150. Auf jeden Fall schon mal über die Hälfte. Das ist schon mal gut. Ah, gehen wir mal hier rein. Boah. Was sind das denn? Klappergebüsch? Oder sind das Bücher? Oder was ist das da? Oder Koffers? Nee, Bücher, doch. Geil. Wenn wir uns hier nochmal so eine Geschichte antun. Über das Artefakt der Seele. Alte Zwergenrunen beschreiben die Artefakte als Zerek für den Geist, Rehuna für den Körper und Ketrine für die Seele. Obgleich diese Worte in keiner der Zwergensprachen bekannt sind. Wir müssen also davon ausgehen, dass sie älter sind und in die Zeit der Entstehung der drei Artefakte der Macht zurückreichen. Das Artefakt der Seele reagiert auf den Namen Ketrine oder nur Trine. Es schimmert und schwebt, als hätte es tatsächlich eine Seele. Also ich finde die Bücher eigentlich sehr interessant, aber ist gar nicht mal so schlecht. So, stoppen wir schon mal ins hier rein. Mal gucken, ob das auch mit dem Teil hier funktioniert. Sauber. Können wir nämlich hier schon mal hoch? Das ist aber ganz schön weit. Schade, das funktioniert nicht. Frag mich gerade, wie kommen wir da hoch? Ach, warte mal. Moment. Warte, mich gerade sagen, man kann dich doch da hochhangeln. Dann haben wir schon mal ein paar mehr. Nein! Ach, Mann. So. Ach, siehst du, da oben ist doch noch so ein Ding, ey. Ha. Boah, scheiße, ey.
So, nochmal. So, hoch mit dir. Ja, wohl. Ist der jetzt da oben? Ach, wie komm ich da nicht hoch, ey, du bist schwer, ey. Nein! Boah! Richtig knapp. So. Kann man hier runter? Na, da kommen wir so rüber. Warte mal, hier ist noch so ein Teil, oder? Oh. Sag mal. Was ist denn das, ey? Guck mal da irgendwie hin. Schon sagen. Ach, gehst du bitte da hoch, danke. So, da oben haben wir ohne, sehr schön. Na, wieder so ein Scheiß, ey. Gehst du bitte da hoch, dankeschön. Na ah, komm, das erfüllt doch nicht mehr viel. Wunderbar. Denke mal, müssen wir bald geschafft haben hier. Diese Kackbücher, ey. Würde ich sagen, sehen wir uns im vierten Part wieder. Haut da rein, bis dann.